das sind Gleis 8. Manne Ulich, Timo Dorsch und Anna R. Richtig, Ex-Rosenstolz-Sängerin. Die große Bühne hat sie verlassen, um zu dritt Musik in Clubs zu machen. Für sie ein kleiner Befreiungsschlag. Erstmal ist es ganz schön, dass die Verantwortung von 3 Leuten getragen wird. Das finde ich schon mal ganz schön. Jeder nur noch ein Drittel. Das finde ich ganz gut. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen freier, ja. Und weniger unter Beobachtung von so vielen Leuten. Endlich heißt das zweite Album. Die Musik melancholisch, der Titel kein Zufall. Die Band hat einen harten Schicksalsschlag hinter sich. Vor 4 Jahren starteten sie zu viert. Dann erkrankte Posaunist Lorenz Allacher an Krebs und verstarb. Und auch Schlagzeuger Manne Ulich bekam die Diagnose Krebs. Dann bin ich noch krank geworden. Also wir haben ständig irgendwie Pausen gehabt und haben dann auch mal in kleinen Gruppen vielleicht so weitergearbeitet. Und leider hat es halt bei Lorenz nicht hingehauen. Doch der Tod des Freundes war für sie kein Grund, an Aufhören zu denken. Diese Band war für Lorenz eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Das war so seine erste richtig eigene Band. Und so die letzte Chance für ihn, so mit einer eigenen Band nochmal richtig loszulegen, so hat er es zumindest empfunden. Und das hätten wir ihm nicht wegnehmen können. Und das nehmen wir ihm auch nicht weg. Wir werden uns wiedersehen. Jetzt steht alles auf Neustart. Manne Ulich hat den Krebs überwunden. Gemeinsam geht's bald auf Tour. Und ihr Album hat auch eine Überraschung parat. Anna R. singt Rammstein. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Pop trifft Brachial Metal. Auf den ersten Blick ein echtes Experiment. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Auf den zweiten Blick hört sich das überhaupt nicht mehr komisch an. Sind Berliner, wir kennen uns schon sehr lange und gerade dieses Lied hat ja nun auch eine richtige Melodie und es ist eigentlich ein richtig schöner Popsong. Also lag es schon wieder ganz, ganz nah. Mit Rosenstolz füllte Anna R. die großen Hallen. 20 Jahre stand sie mit Songwriter Peter Plate zusammen auf der Bühne. Aber den Erfolg von damals würde sie nicht vermissen, sagt sie. Es war einfach Zeit für ein neues Kapitel. Ich glaube, es gibt einfach bei Menschen, die sehr lange zusammenarbeiten oder leben, je nachdem, oder beides, das ist ja dann noch viel schlimmer, passiert was mit einem oder mit beiden sogar. Und die merken das nicht, dass sie sich auseinanderleben, in schlechte Gewohnheiten auch verfallen, wie beispielsweise, das ist gegenseitige Wertschätzung oder sowas, ne? Das macht man gar nicht mehr, weil der andere ist ja so selbstverständlich. Und dann werden beide ein bisschen unzufrieden. Jetzt heißt es Promotour, Radio-Interviews. Aber wie ist es für Ihre Musikerfreunde, mit der bisher so erfolgreichen Anna R. zusammenzuarbeiten? Ist sie jetzt eher so die Dominante? Ach, Schatz. Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Stimmung bestens. Die Vorfreude auf die Tour im Frühjahr ist da. Endlich. Auch wenn es erst das zweite Album ist, ist es auch für Gleis 8 ein kleiner Neustart.